möchte euch ein wenig über mich berichten. Ich bin Theophanu, die Frau von Kaiser Otto II. Ich bin in sehr jungen Jahren zur Verbindung der christlichen Welt zwischen Ost und West in eine Ehe gebracht worden und 972 nach Christus und habe sogleich vom Papst persönlich die Weihe als Kaiserin erhalten. Oh, natürlich wüssten, es dürsten schon durch alle meine Adern rinnen und Raserei in alle meine Sinnen, da hab ich meines Lebens Lohn! Glaubst du an Jesu Christ, der von dem Vater kommen ist, ein Mensch unter unseresgleichen worden, von einem irdischen Weibe geboren und hat in Marterqual sein Leben um deinetwillen hingegeben und ist erstanden von dem Tod, dass du versöhnest seist mit Gott? Ja, ich glaube, so jemand hat verbrannt, aber sonst so nicht gemacht. Der Mensch hat ihn nicht heilgenommen und ist dafür am Kreuz verstorben. Doch weiß ich, solches kommt zum Gut, nur dem, der heilig ist und fromm und gut. Durch gute Werke und Frommheit eben erkauft sich ein ewig Leben. Da sie, so steht's um meine Werk, von Sünd hab ich einen Berg so überschwer auf mich geladen, dass mich Gott kann gar nicht begnaden, als er der Höchstgerechte ist. Bist du ein solcher Zweifel, Christ, und weißt nicht Gottes Barmherzigkeit? Gott straft erschrecklich! Gott verzeiht! Schlug Pharao, schlug Sodom und Gomorra, schlug! Nein! Gab hin den eigenen Sohn in Erdenqual vom Strahlenthron, dass er als Mensch wird geboren und keiner ginge mehr verloren, nicht einer, nicht der Letzte, nein! Erfinde denn das ewige Leben. Nun geht alle hinein und wascht euch von den Sünden rein.